Hallo zu den Nachtgedanken am Tag des Juryfinales. In Kürze geht es los. Die Schlangen bilden sich bereits vor der Stadthalle, die ihr im Hintergrund seht. Es wird heute beim Juryfinale schon brechend voll sein in der Halle. Sogar schon die erste Generalprobe heute Nachmittag war verdammt gut besucht, weil der ORF an seine Mitarbeiter mehrere tausend Freikarten verteilt hat. Auch andere Sponsoren hatten ihre Mitarbeiter an diesem Freitagnachmittag in die Halle entlassen. Dementsprechend gut war die Stimmung, natürlich auch beim österreichischen Beitrag oder vor allem beim österreichischen Beitrag. Auch Ann-Sophies Probe wurde gut mit Applaus bedacht. Die Österreicher sind ja bei deutschen Beiträgen immer etwas sparsamer, was Begeisterung betrifft. Das Bühnenbild bei Deutschland sieht fantastisch aus. Es ist ein sehr elegantes Braun. Ihr kennt es von den Aufnahmen und aus dem Video. Ann-Sophie war trotz leichter Erkältung gut bei Stimme. Also wird ein guter, solider Auftritt. Und all die Unkenrufe, die man in den deutschen Medien, aber auch hier vor Ort hört, sie würde Letzter werden, mag ich nicht teilen. Ich glaube schon, dass es ein gutes Ergebnis für Deutschland werden kann. Ansonsten ist dieses Finale furios. Also der Auftrag ist furios, mit Live-Orchester, Symphonieorchester spielt. Es ist wirklich, wirklich sehr beeindruckend. Tribut an Udo Jürgens. Wir wollen nicht zu viel verraten. Lasst euch überraschen, es wird großartig. Dominant in diesem Finale natürlich einmal mehr Conchita, und niemand versteht, wieso für diese Moderation oder für dieses Finale eigentlich insgesamt vier Moderatorinnen notwendig sind. Conchita spielt die anderen drei locker an die Wand, singt und agiert hochgradig überzeugend und unwahrscheinlich originell und witzig. Es macht einfach irrsinnig Spaß, ihr zuzugucken. Von den Beiträgen kam Israel auf Startnummer 3 gut an, vor allem beim sehr jungen, jugendlichen Hallenpublikum. Israel bringt zum ersten Mal richtig Stimmung in die Halle. Die erste Hälfte, ein Furioso nach dem anderen, großartige, spannende Titel. Das wird dann zur Mitte etwas schwächer, dadurch, dass mehrere langsamere Titel dann kommen, um dann mit einem grandiosen Finale mit Russland und Italien zu enden. Wie das denn tatsächlich alles sich in Punkte ausschlagen wird und ausgehen wird, das erfahren wir natürlich erst morgen. Heute entscheidet die Jury über ihre Punktevergabe und auch das Pressezentrum hat ein wenig gewertet. Natürlich gibt es hier ständig Umfragen und die Journalisten, die Akkreditierten und Fans sehen momentan, wenn man dann diesen Prognosen glauben mag, Schweden vor Belgien erstaunlicherweise und Italien. Belgien, das mag auch noch hier angemerkt sein, tolle, sehr moderne, sehr frische Performance, kommt gerade natürlich auch bei den jungen Österreichern hier sehr gut an. Der modernste Auftritt, die modernste Inszenierung, das gleiche gilt natürlich für Schweden. Måns ist einfach der professionellste Interpret neben den Ilvolo-Jungs. Es wird ein spannendes Rennen zwischen diesen Vieren vermutlich werden. Russland groß gewettet, gerade auch aufgrund der guten Startposition, Italien, Schweden und möglicherweise Belgien. Die Stimmung hier in Wien ist gut, auch wenn wir inzwischen nicht Venedig, sondern Wien im Regen haben. Aber das tut den Wienern und ihrer Begeisterung für den ESC keinen Abbruch. Die Wiener haben den Eurovision Song Contest inzwischen voll ins Herz geschlossen. Die Schlangen hier vor der Halle sind richtig lang für das Juryfinale. Morgen ist es dann natürlich restlos ausverkauft. Wir wünschen euch eine wunderbare Nacht. Grüße aus Wien, euer OGRE-Team.